Matchday im Wellblechpalast. Die Akademiker von FAS Berlin empfangen den Tabellenführer Moskitos Essen. Nach dem Aufwärtstrend der letzten Wochen will das Team von Trainer Oliver Mietke auch gegen den Favoriten aus dem Pott eine gute Figur machen. Und das gelingt im ersten Drittel auch phasenweise. Hier der 1:2 Anschlusstreffer durch Dominik Müller in der 18. Spielminute. Doch Essen reagiert eiskalt, erhöht noch einmal das Tempo und stellt 7 Sekunden vor dem Ende des ersten Durchgangs den alten 2-Tore-Vorsprung wieder her. Im zweiten Abschnitt erkämpfen sich die Gäste zunehmend mehr Überzahlsituationen und nutzen diese auch routiniert. Hier bereits der Treffer zum 1:6 durch Josef Huber. Doch 2 schnelle Treffer durch Patrick Czajka lassen die Akademiker noch einmal hoffen. Mit 3:8 geht's in die zweite Pause. Geht da noch was im Schlussdrittel? Ja, ich hoffe, es geht noch einiges, weil man hat gesehen, wir haben jetzt schnell mal 2 Tore geschossen, wenn wir das spielen, was wir können. Und man sieht, wenn wir hinten Fehler machen, Essen bestraft es halt sehr schnell. Wenn man das abstellen könnte, noch was gehen. Könnte, tut es aber nicht. Essen lässt im letzten Drittel hinten nichts mehr zu und bestraft vorne jede Nachlässigkeit blitzschnell. Am Ende stellt Robin Slanina mit seinen Treffern 2 und 3 den Endstand von 3:10 für die Moskitos her. Ein auch in dieser Höhe leistungsgerechtes Ergebnis, wie Gästecoach Frank Gentges findet. So, aber ich denke, war mehr als verdient dieser Sieg und den hatte ich eigentlich auch so erwartet, wenn man konzentriert spielt. Aber andere Mannschaften haben auch gezeigt, dass man hier verlieren kann und dass fast Berlin auch in dem einen oder anderen Favoriten Bein stellen kann. Den Großen ein Bein stellen klingt gut. FAS-Trainer Oliver Mietke setzt allerdings lieber auf Punkte gegen gleichwertige Gegner. Da ist die Niederlage gegen den Liga-Primus kein Beinbruch. Ich denke, darauf können wir aber ausbauen. Wir haben jetzt am Sonntag ein Spiel auf Augenhöhe gegen Leipzig. Wir können da die Punkte holen. Und heute müssen wir einfach ein paar Sachen hier rausziehen, ein paar positive, müssen uns analysieren, müssen gucken, wo die Fehler sind. Wir wollten uns eigentlich nicht so viele Tore einfangen, ganz ehrlich. Aber ich finde es ganz positiv, dass unsere Offensive so gut funktioniert, dass wir 3 Tore geschossen haben. Das nehme ich jetzt mit als positiven Faktor. Und eine durchschlagskräftige Offensive können die Berliner auch zum Saisonhighlight gut gebrauchen. Da könnten die Akademiker mal wieder einem Top-Team ein Bein stellen. Und zwar auf der ganz großen Bühne. Wir hoffen, dass viele Leute kommen in die Mercedes-Benz Arena am 4.12. Da ist ein Ligaspiel gegen die Hamburg Crocodiles. Im Anschluss spielen dann noch die Berliner Eisbären gegen Bremerhaven. Tickets für beide Spiele gibt's im Paket schon ab 20 €.